Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tagesglück am 17. Dezember 2018. Frau Holle, erzählt uns etwas. Hier regnet entweder Gold oder Pech. Und da sollen wir mal Gedanken machen, was vermittelt uns diese Märchen? Welche Einstellung haben wir? Welche Energiefeld haben wir? Sind wir die Verlierer im Leben und regnet Pech? Oder sind wir die Gewinner im Leben und regnet Gold? Das liegt an uns selbst. Natürlich gibt es auch Einflüsse von außen. Und wir müssen anpassen an die Gesellschaft, Familie, überall. Ganz klar, dass das nicht einfach ist, alles so zu betrachten, aber wir haben ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld umhüllt uns und hat eine wichtige Funktion. Das ist unsere Anziehungskraft. Und das können wir aber selbst verändern, wenn wir verändern unseren Gedanken und Gefühlen. Weil dieses Energiefeld entsteht von unserem Inneren. Und auch die Einstellung, sind wir optimistisch, dann sind wir die Gewinner, die leben, wenn wir auch unserem Energiefeld achten. Positiv denken, angstfrei leben. Oder sind wir pessimistisch und sehen wir immer das Negative, denken wir immer über Probleme nach und haben Angst, dann sind wir die Verlierer, die leben. Also die Frage ist, was regnet? Gold oder Pech? Sind wir die Goldmarie oder sind wir die Pechmarie? Und bei diesem Aufnahme möchte ich noch ein anderes Tor öffnen. Und das sind die vier Grundelemente, weil das beeinflusst auch unseren Alltag. Und dazu gehört die Feuerelement, die Erdeelement, die Luftelement und die Wasserelement. Und das bekommen wir von oben, die Einflüsse von Sonne, Mond und von Planeten. Es ist nicht immer ausgeglichen. Und wenn wir im Einklang sind mit dieser Energie, dann können wir selbst das ausgleichen und so bleiben wir in Harmonie. Und genau das, was ich hier erzähle. Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Schütze. Die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement. Das ist aktiv, das ist Bewegung. Schütze ist sowieso beweglich. Also ich setze die Sonnenenergie hier zum Feuerelement, damit bewusst zu sein. Die Augen öffnen. Was begeistert uns? Und da aktiv zu sein. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und es gehört zum Wasserelement. Hat einen Einfluss auf unsere Gefühlen, auf unsere Unbewussten. Mond vermittelt Träume. Also auf die Träume, auf die Traumbilder achten, ist auch sehr wichtig, weil es ist die Sprache der Seele. Ich behaupte nicht, dass jeder einzelne Traum vermittelt etwas, weil im Nacht verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Diese Träume haben überhaupt keine Bedeutung, nur so viel, dass wir zur Ruhe kommen sollen. Aber es gibt Träume, wo wir ganze Geschichte träumen und bleibt in Erinnerung, das ist die Sprache der Seele. Natürlich ist Blumensprache, aber Traumdeutung kann das entziffern. Also sollen wir auf die Träume achten. Aber nicht nur auf unsere Träume, sondern auf unsere Wünsche und Sehnsüchte. Mond vermittelt uns das momentan. Das kommt auch im Fluss. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann, gehört zum Luftelement. Das ist Leichtigkeit, das ist Freiraum. Und besonders die männlichen Personen brauchen gerade den Luft zum Atmen, von etwas befreien und endlich sagen können, wow, endlich kann ich mich aufatmen. Die mögen momentan nicht, weil jemand in die Enge treibt. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion
Das gehört zum Wasserelement. Hier handelt es sich um Kommunikation. Natürlich bedeutet auch unsere innere Stimme, aber bedeutet auch über Gefühle sprechen. Etwas mal ansprechen, was unsere Liebe oder unsere Beziehung betrifft. Offen zu sein und auch mal über Gefühle zu sprechen. Oder diese Feingefühle zu haben, ist das passend oder es ist besser abwarten. Besonders jetzt gerade, wo die Männer einen gewissen Freiraum brauchen, dann kann das auch sein, dass alles zu viel ist momentan. Dann, wenn das innere Stimme sagt, eher weniger zum Sagen, natürlich kann das auch bedeuten. Weniger ist manchmal mehr. Jupiter befindet sich auch im Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze hier. Jupiter zeigt unsere inneren Größe. Und das sollen wir verinnerlichen. Jupiter vertritt auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Und das, was wir fühlen, damit sollen wir auch bewusst sein und die Gerechtigkeit vertreten, wenn das möglich ist. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, das ist Luftelement. Die Damen brauchen auch Leichtigkeit, aber auch die Bedürfnis nach Partnerschaft. Waage vermittelt Partnerschaft. Und Saturn hält die Energie zusammen. Saturn erdet. Ich setze Saturn hier in die Mitte. Saturn bewegt sich im Tierkreiszeichen Schütze. Die heutige Mondhaus ist Revati und das bedeutet etwas zum Ende bringen, in einen krönenden Abschluss bringen und das Ziel aus den Augen nicht verlieren. Wenn wir das Bild anschauen, es ist sofort sichtbar, es fehlt die Erde-Element als Ausgleich. Und wenn wir in Harmonie sein möchten mit der Natur, dann sollen wir die Aufmerksamkeit auf die Erde-Element richten. Das bedeutet, um die Finanzen kümmern, um die beruflichen Situationen kümmern, sorgen dafür, dass Sicherheit, Stabilität da ist, ein gewisser Schutz oder um die Natur kümmern oder zurückgezogen sein und zur Ruhe kommen. Wir brauchen gerade die feste Boden unter unseren Füßen. Und das war die heutige Tagesglück. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.